zum Wetter. Sehr betrüblich bis verhangen. Wir haben hier ein Thema für die Menschen in diesem Stadtteil, das kaum einen unberührt lässt. Wir wollen das nicht. Keiner will das hier. Komplett Gartenstadt will das nicht. Ich wohne schon über 80 Jahre in der Gartenstadt. Und die Häuser stehen schon über 100 Jahre. Die sind so schon brüchig. Und da jetzt noch eine Straßenbahn, wäre nicht möglich, sowas in Kauf zu nehmen. Also ich bin grundsätzlich dagegen, dass hier eine Straßenbahn gebaut wird. Unsere grüne Lunge geht verloren, es gehen Parkplätze verloren, es gehen Vorgärten verloren und alles für eine Straßenbahn, die kein Mensch hier in der Gartenstadt oder nur ganz wenige eigentlich möchten. Und ich finde es eigentlich unverschämt, dass der Bürger da nicht gefragt wird. Also die Gartenstadtgenossenschaft ist grundsätzlich nicht gegen eine Straßenbahn. Die westliche Streckenführung lehnen wir allerdings ab. Also wir wollen keine Straßenbahn haben. Bus und Bahn, die sind für uns in Ordnung. Wir wollen keine Straßenbahn. Wir möchten keine Straßenbahn. Also ich möchte die Straßenbahn nicht, weil ich denke, dass der Bus reicht immer. Also ich will keine Straßenbahn von hier. Bezirksbahn Bad Waldhof. Haben mit 6 Stimmen gegen die Bahn, 4 Enthaltungen und einer Stimme für die Bahn beschlossen, dass wir jetzt eben mit Mehrheitsbeschluss gegen die Stadtbahn uns engagieren werden. Die alte Gartenstadt steht insgesamt unter Denkmalschutz und man sollte nicht nur die Schlösser bewahren, sondern auch die Arbeiterschlösser. Die Gartenstadt ist schön gewachsen, die Gartenstadt ist schön walddurchflutet, sie ist Bäume durchflutet und späterhin ist sie regelrecht durchtrennt wie ein Reißverschluss. Es gibt eine rechte Seite und eine linke Seite und das ist nicht mehr gut zu machen. Ich weiß nicht, ob die Stadt denkt, gibt es junge Menschen, die gut bei Fuß sind. Wir werden eine Stadtbahn bekommen, die entlang zweier sogenannter Haupttrassen wenige Menschen erreicht und auf der Strecke bleibt die Natur, bleibt Verkehrssicherheit, bleibt letztendlich der Wille der Bürger. Von daher lehne ich diese Projektplanung Stadtbahn Nord rundweg ab. Ende der Durchsage.